Willkommen zurück zu Paper Mario Sticker Star. Jetzt geht es weiter mit Welt 5-3 Sturzbach Fälle. Oh yeah. Und das wird ein geiler Part. Warum? Wegen dem Fisch da. Wegen dem Fischkopf. Und wir müssen aufpassen, was der so macht. Denn zuerst geht er durch die Mitte durch. Und ja. Dazu habe ich nicht viel zu sagen. Denn der ist echt schon schlimm. Okay. Hier bin ich. Oder was macht er jetzt? Geht er wieder durch die Mitte? Oh shit, das wird dann knapp. Oh, wow. Okay. Der Fisch ist nicht so ohne, sage ich euch schon mal. Wohin? Ich weiß es nicht. Ah, nein. Da haben wir schon einen Teil verloren. Wir haben noch 4 Teile übrig. Also wir müssten aufpassen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ach du Scheiße. Nein. Ah! Boah, ey, knapp daneben. Ah, nochmal. What the fuck? Okay, wir leben noch. Nach wie vor. Alter, der Typ ist schon wirklich ein Spaß. Aber okay, dafür kann ich nichts. Das ist halt seine Gangart. Hallo? Geht's da mal auch rüber? Oh, schlechte. Ne, gute Entscheidung. Push! Oh, goddammit. Ich hasse diesen Fisch. So, wir sind ja gleich, ja, wir sind ja auch gleich am Ende. Und tschüss. Ja, der fliegt jetzt nur weg. Bis denne und tschö. Und was machen wir? Wir sind erstmal hier angekommen. Und sehen überhaupt nichts, weil es so neblig ist. Aber hier gibt es 2 Ausgänge, wie ich schon gesagt habe, im letzten Part. Deswegen halten wir uns zuerst links. Komm, ja gut. Hier den Ausgang zu benutzen, das ist der Secret Exit Ausgang. Oh, hier geht's nicht raus, okay. Warte, da sehe ich was. Ah ja, war ja klar. Und zwar ist das Tor falsch herum. Das, schnell normal. Das, wie heißt es denn, das Dschungelschleusentor, okay. Interessant. Dann müssen wir ganz schnell nach rechts, ganz schnell. Um nicht dorthin zu gelangen, ja. Reicht sogar noch, ansonsten wären wir vorbeigefahren. Hätten wir das nicht geschafft. Okay, was sehen wir denn da? Hey! Okay, wir sehen hier zuerst mal das andere. Aber wir gucken uns zuerst noch hier um. Aha. Oh yeah, Motherfucker. Ein Megacaller-Endlossprung. Ein gutes Item für unser Museum. Und das ist der Secret Exit-Ausgang. Oder? Der müsste jetzt uns eigentlich wieder zu Welt 5.1 führen. Oder er führt uns zu dem nächsten Level. Mal sehen. Oh gut, noch alle Münzen bekommen. Ich glaube, der führt uns aber... Ja, der führt uns zum nächsten Level. Also ist das der normale Ausgang. Könnte sein, weiß ich nicht. Also es kann ja beides sein, dass das entweder der Secret Exit ist oder der andere halt. Gut, dann müssen wir das gleiche Szenario nochmal machen mit dem Fisch hier. Das ist echt schon ein Fischkopf. Wir haben uns erstmal rechts. Oh. Oi. Shit, Mann. Ja, seht ihr, hat eine andere Taktik. Das hasse ich so an dem Spaß. Hilfe! Nein! Okay, wir spielen hier schon mit dem Leben und auch mit dem Tod schon gleich. Oh, fuck. Nein, 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 nein. Hilfe, Hilfe! Mami, wir haben nur noch 2. Alter, beim nächsten Mal verrecken wir, ne? Hilfe, Mami. Wohin? Alter, der hat mich gar nicht getroffen.
Oh shit, das wird jetzt knapp. Freunde, wir sind tot. Alter, geht's noch? Der Fisch hat uns echt was vermiest jetzt hier. Dazu sage ich schon mal danke. Da gehen wir jetzt nochmal durch den Fail ins Level rein. Weil jetzt Part beenden dafür, bin ich verrückt oder so. Denn dann hätten wir ja alles verpasst. Okay. Zweite Chance. Okay, zuerst kommt er ja in der Mitte, das weiß ich. Ja, warum beeilt er sich nicht? Was ist denn los, ey? Okay, interessant. Alter, nee. Hä? Ja, WTF. Ich versteh's nicht. Hä? Ja, was soll denn das? Alter. Warum bin ich jetzt schon Game Over? Hä? Ja, was soll denn das? Alter, ernsthaft? Ist der Fisch des Wahnsinns? Das Level ist doch gar nicht mal so schwer. Und vor allen Dingen, warum haben wir keine Geheimtür uns gekauft? Brauchen wir ja auch noch. Müssen wir das Level ja nochmal machen. Ich glaube, jetzt habe ich es raus. Wie ich ihn ausweiche. Ich muss nicht hier lenken, dort vorne, sondern immer an den Seiten. So lenkt es sich dann schon viel besser. Fuck. Okay. Gut, ich glaube, diesmal wird es jetzt nicht so verfailt. Alter, aber das vorhin waren ja schon zwei Fail-Versuche hier. Nein, der frisst mich jetzt nicht auf. What the fuck? Alter, was ist denn mit dem Fisch los, ey? Okay. Interessant. Anscheinend sollten wir doch nicht laut dem Fisch das Level nochmal machen. Oder wir gehen natürlich ohne Tür da rein. Das ist natürlich auch Fail. Wenn wir jetzt eine Tür nehmen und wir es jetzt schaffen, dann springe ich im Kreis. Das gibt's doch nicht. Dass wir den nicht bezwingen können. Der Part hat doch so gut angefangen. Wir schaffen es im First Try, den Secret Exit zu bekommen. Oder der normale Ausgang, whatever. Aber dann schaffen wir es nicht, noch einmal den zu bezwingen. Und dem immer auszuweichen. Alter, was ist das? Ich meine, okay, der Fisch, wenn er springt, ist er ja langsam. Wenn er seine Attacke macht mit nach vorne, dann... Ja, dann wird schon knifflig, aber ich meine... Alter! Was? Achso, ich hätte gedacht, er kommt schon direkt hier draufgesprungen, aber er kommt ja aus dem Meer raus. In der... Da. Ja, der frisst... What? Are you serious? Nein. Wie ist sowas möglich denn? Wie kann sowas möglich sein? Oh, jetzt müssen wir sogar noch von da starten, ey. Alter, was ein Fail-Part. Aber wir machen das so lange, bis wir es schaffen. Das muss doch klappen. Okay, ich glaube, bei seinen zwei Angriffen macht er immer diese Attacke. Dass er nach vorne geht. Also bleiben wir immer auf der gleichen Stelle. Warte mal, erstmal mittig bleiben. Und jetzt hier lang. Alter, der hat mich doch gar nicht getroffen. Vorhin war es ja viel knapper. Komm. Ganz. Ja, okay, er hat uns zwar noch nicht gegessen, aber okay. Ich glaube, wir sollten immer mittig bleiben. Und jetzt, ja, das ist eine gute Taktik. Immer zur Mitte gehen. Dann wird es halt scheiße knapp. Goddammit. No. Nein. Nein. Mama. Alter, wir haben noch drei Versuche. Und wenn er uns gleich auffrisst, dann haben wir erst recht gelitten. Nein. Boah, zum Glück. Oh, wir leben noch. Scheiße, in der Mitte. Noch zwei Versuche. Noch zwei. Bitte lass es mich jetzt schaffen. Wenn er uns auffrisst, sind wir tot. Direkt tot. Macht er seine Attacke? Okay, er springt. Gut. Aber wenn er uns einmal auffrisst, sind wir direkt tot. Dann bringt das alles hier nichts mehr. Hm.
Mamacita. Okay, das ist eine gute Taktik, jetzt immer in die Mitte zu fahren. Nein. Nein, bitte nicht. Bitte nicht, komm, sag schon, dass das das Ende ist jetzt. Nein! Könnt ihr es verstehen? Alter, wir fällen jetzt hier... Wie lange fällen wir schon rum? Bestimmt ne... Den halben Part fallen wir ja schon rum. Alter, bitte, lass es mich doch schaffen. Ich meine, das war jetzt eine gute Taktik, aber am Ende haben wir uns wieder versaut, weil wir so voller Panik waren, dass wir die ganze Zeit nur noch an die Ränder gefahren sind. Boah, ich hasse den Kerl. Ich hasse den Kerl und ihr wahrscheinlich auch. Das vermiest meine Upload-Zeit. Der Part wäre jetzt eigentlich schon zu Ende und ich wollte noch was ins Museum kleben. Vor allen Dingen den Mega-Color-Endlos-Sprung. So heißt das Viech doch, oder? Ja. Das ist kein lustiger Part, ich sag's euch. Aber okay, diesmal können wir es jetzt... Ja, vorhin haben wir uns auch schon gelobt. Sonst sind wir trotzdem noch verreckt. Pass auf, pass auf, pass auf! Scheiße, wie soll ich denn ausweichen, wenn er so eine Attacke macht? Hilfe! Nein. Nein. Oh Gott. Du, immer mit deiner scheiß schwulen Attacke. Aber sei es ja doch gleich am Ende. Dann müssen wir gleich schon auch zu Ende sein. Also nicht mit dem Tod oder so. Okay. Irgendwie seine... Wenn er durchrast, dann macht er seine Attacken immer nur in der Mitte, oder was? Aber das glaube ich jetzt nicht. Er springt, okay. Ansonsten wäre das knapp gewesen. Denn das reicht ja auch nicht mal ganz. Boah, ey, lass es mich jetzt schaffen, du Luder. Lass es mich jetzt schaffen. Komm, erstmal hier. Okay. Gut. Wir müssen es gleich haben. Bitte. Wir müssen es haben. Nein, nein. Okay. Er macht seine Sprungattacke. Ich hätte schon gedacht, er futtert uns jetzt auf. Sind wir fertig? Wir müssen noch fertig sein irgendwann. Jetzt kommt er. Kommt schon der Absturz. Bitte. Ich wusste ja gar nicht, wie schwer so etwas sein kann. Ich habe das ja immer nur im First Try geschafft, dieses Level. Vor allen Dingen bei Secret Exit und bei dem normalen Ausgang auch. Ja! Wir sind durch, ey. Was ein schlimmes Arschloch das schon ist. Alter, wenn wir den gegen den kämpfen müssten, dann würde ich dem so einer reinhauen, diesem Arsch. Alter, jetzt haben wir 8 oder 7 Minuten damit verbracht, die ganze Zeit mit dem hier uns rumzuschlagen. Und wir haben immer noch 3 Teile übrig vom Floß. Boah, ey. Und es geht, glaube ich, direkt schon weiter, also müssen wir uns jetzt nicht mehr links halten. Da wäre es dann zum Secret Exit gegangen oder zum normalen Ausgang. Weiß ich immer noch nicht. Und der andere... Das andere Kometenteil ist hier. Baum. Autsch. Und sonst gibt es hier auch nichts mehr, glaube ich. Haha, jetzt glaubt, erzähle ich. Ja. Ein Secret Door. Ah, zum Glück habe ich mir vorher noch eine gekauft. Boah, Alter. Und nochmal ein gutes Item hier kassiert. Wieder ein Endlossprung, glaube ich, war das jetzt. Weiß ich gar nicht mehr. Ich achte auf sowas fast nicht. Wenn ich irgendwas mit euch laber. Also in die Kamera und so. Oh, was ist das? Ein Himmelbett. Okay. Geil, so etwas. So, und dann hätten wir es. Endlich. Nie wieder in dieses bekackte Level. Vor allen Dingen zum Glück, dass wir die Tür geholt haben. Ansonsten hätten wir nochmal rein müssen. Wahrscheinlich hätte ich es dann offscreen gemacht. Ansonsten wäre ich mit den Nerven zusammengeklappt. Aber okay, wir haben's. Bisschen Münzenbonus noch. Boah, ey, wie oft wir jetzt Game Over gegangen sind, ne? Wird es eigentlich auch verzeihen in der Statistik, wie oft man Game Over gegangen ist. Das sieht man, wenn man den Status... Nee. Nee, das sieht man nicht. Wie oft man Game Over gegangen ist. Puh, bin ich ja erleichtert. Gut, dann kleben wir, was wir eigentlich schon hätten früher machen können. Wenn wir nicht die ganze Zeit bei diesem Cheap oder Mega Cheap verreckt werden. Kleben wir jetzt noch was ins Album ein, ins Museum.
Dann müsste ja zwei Räume, nee, einer aufgeleuchtet sein, wegen den zwei neuen Items. Und dann beenden wir den Part für heute. Mann, ey. So ein Fail. Der letzte Fail bei diesem Projekt gab es, glaube ich, als wir damals in Welt 2.1 die Tür da aufmachen wollten und sie schon offen war, weil ich das irgendwie offscreen schon gemacht habe. Warum, weiß ich nicht. Das war, glaube ich, der einzige Fail in diesem Let's Play. Und halt hier in diesem scheiß Mega-Cheap-Cheap. Natürlich ist es mir jetzt ein bisschen peinlich, dass mir sowas passiert und ich immer Game Over gehe, aber ich meine, es ist halt ein Arschloch. Wenn uns auffrisst, kann uns wenigstens auch zur Levelkarte wieder zu rausspucken und nicht Game Over dabei gehen. Mann, Mann, Mann. So, unsere Quote müsste jetzt 81 sein, noch 15 fehlen uns. Jo. So, und wo wir im nächsten Part vorbeischauen, oder, ja, nichts vorbeischauen, wo wir im nächsten Part weitermachen, so wollte ich den Satz anfangen. Aber wisst ihr, ich kann kein Deutsch. Ja, und im nächsten Part, nachdem hier auch der Zugang verwehrt ist, geht's weiter in den Kettenhund-Ruin. Oh, das wäre ein geiler Part. Ich habe ja zu dem Part gesagt, dass das ein geiler Part wird. Also dem jetzigen. Aber der nächste Part wird übelst geil. Auf jeden Fall nicht verpassen, wenn ihr das Projekt mögt. Bis dann, lasst euch gut gehen und tschüss.